Liebe Künstlerinnen und Künstler, liebe Zuhörer, wir haben gerade eine eindrucksvolle Liturgie erlebt, nämlich die schlichte Liturgie des Aschermittwochs der Künstler. Staub wurde uns aufgelegt. Staub oder Erde, das sind fast Synonyme. Wir hören jetzt im Anschluss an unseren Gottesdienst die Künstlerrede zum Aschermittwoch der Künstler. Eine Künstlerrede ist etwas anderes als eine politische Rede. Es ist eine poetische Rede. Eine Rede, die hintergründig ist, die vielfältig ist, die zum Nachdenken einlädt. Dazu haben wir den Schriftsteller Joachim Kalka eingeladen, der dieses Buch Staub geschrieben hat. Staub, ein riesiges Thema, das in Kriminalromanen, in der Bibel und überall vorkommt. Es ist im Bärenberg Verlag erschienen. Und aus diesem Buch lese ich ein Gedicht von Goethe aus dem westöstlichen Divan, gewissermaßen zur Einstimmung für Sie. Staub, den habe ich längst entbehret in dem stets umhüllten Norden, aber in dem heißen Süden ist er mir genugsam worden. Goethe beschreibt, dass er sich im heißen Süden an den Sand der Wüste gewöhnt hat. Und im Norden hat er den Staub entbehrt. Hören wir eine spannende Künstlerrede zum etwas trockenen Thema Staub. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich danke für die Einladung, ein paar Worte über ein mir naheliegendes Thema zu sagen, zum Staub. Es ist eine alte Vorstellung, dass das Unauffällige und Verachtete ein besonderes Geheimnis hat, eine romantische Vorstellung. Und was wäre unauffälliger und verachtungswürdiger als der Staub? Er ist ein uns allen vertrautes Phänomen, das wir kaum bemerken. Hier genauer hinzusehen, führt in eine Vielzahl verblüffender Perspektiven. Was ist denn Staub? Wenn wir bei dem Wort Staub zunächst an das uns vertraute, grau, schäbige Zerfallsprodukt aus Textilfasern, Haaren, Erdkrume und so fort denken, das in unseren Zimmern und in unserem Treppenhaus herumfährt, dann erscheint Blütenstaub fast als eine paradoxe Formulierung. Hier werden zwei Sphären verknüpft, die, nimmt man die Wortbestandteile getrennt, uns als Widerspruch erscheinen wollen, das Blühende und das Staubige. Ein gutes Beispiel für das paradoxe Ineinander von Pollen und Dreck, zwei Formen des Staubes, bietet der Beginn einer frühen Kurzgeschichte von Raymond Chandler, in welcher sein Detektiv noch nicht Philip Marlowe heißt, sich aber quasi auf die Marlowe-Rolle vorbereitet. Er sitzt in seinem naturgemäß schäbigen Büro. Ich tat an diesem Tag gar nichts. Ich konzentrierte mich darauf, den einen und dann den anderen Fuß baumeln zu lassen. Eine warme Brise kam stoßweise durch das Bürofenster und der Ruß von den Ölöfen des Mansion House Hotels auf der anderen Seite der Gasse rollte in winzigen Partikeln über die Glasplatte meines Schreibtisches
wie Blütenstaub, der über ein unbebautes Grundstück driftet. Die Prosa Chandlers und vor allem seine berühmte, starke und unerwartete Metaphern mobilisierende Technik des Vergleichs nähren sich oft aus einer überraschenden Legierung von Lyrismus und Kaltschnäuzigkeit. Hier verzaubert er einen Augenblick lang unerwartet die städtische Einöde durch einen solchen Vergleich, Ruß wie Blütenstaub. In einem deutschen Gedicht der 40er Jahre wird das Wort Blütenstaub erneut verfremdet. Als verlange die sachliche Bezeichnung Pollen nach der Metapher des Staubes. Ein goldener Staub, der Pollenrauch, wie leise schwebt die Zeugungsgier. Verschwenderischer Übermut brüllt sie als Donner aus dem Stier. Mit diesen Zeilen beginnt eines der Naturgedichte von Wilhelm Lehmann, das heißt Sommerrausch, und findet sich in der 1946 veröffentlichten Sammlung Entzückter Staub. Die Naturlyriker wie Lehmann wurden viel gescholten. Man warf ihnen vor, die gesellschaftliche Wirklichkeit zugunsten einer gemütvollen Verklärung der Natur zu vernachlässigen. Trotzdem sind die besten dieser Gedichte, ungeachtet ihrer Neigung zu Naturbeschwörung und Mythologie, höchst realistisch. Dass die Zeugungsgier, welche hier der Natur abgelesen wird, eben auch jene ist, welche das menschliche Leben beherrscht und gelegentlich verwüstet, ist evident. Hier wird sie verblüffend in einem Doppelbild der zartesten Leichtigkeit des schwebenden Staubes und der donnernden Gewalt eingefangen, Blütenstaub und Stiergebrüll. Der Titel der Sammlung Entzückter Staub ist programmatisch. Die Welt der Natur, gerade in ihren unspektakulären Momenten, ist hinreißend geheimnisvoll, weil sie unsere unerklärliche Lust am Leben spiegelt. Die bewusste Ineinandersetzung von Staub und Entzücken will paradox sein, aber darüber hinaus will sie auch den genauen, lustvollen Blick auf das Unbeachtete, Ubiquitäre, Grundlegende bezeichnen. Das Winzige ist eine Domäne des Detektivromans. Hören wir einen Augenblick lang Hercule Poirot zu, dem Detektiv von Agatha Christie. Das ist eigenartig, ja, das ist eigenartig. Die kleinen Tatsachen, die eigenartig sind, ich sehe sie gerne auftreten, sie sind bedeutungsvoll. Sie weisen den Weg. Den Weg wohin? Sie legen ihren Finger auf die Schwachstelle, mein exzellenter Hastings. Wohin? Ja, wohin? Ach, das werden wir nicht wissen, bis wir dort sind. Der Kriminalroman ist in seiner klassischen Form ein Hymnus auf die entscheidende Bedeutung des Details, der winzigen Spur, der leicht zu übersehenden Kleinigkeit, der, wie Poirot es sagte, der Little Facts. Der Staub ist typisch für die winzigen Spuren im Kriminalroman, für all die abgebrannten Streichhölzer, Gewebefäden, Hundehaare, die noch unterhalb des menschlich dramatischen Registers der Fingerabdrücke und heutzutage DNA-Spuren eine schweigend beredte Welt der trivialen und auch verräterischen Materie bilden. In den Maigret-Romanen Simenons geht der Kommissar fast bei jedem seiner Fälle der klassischen Epoche mindestens einmal mit rituell langsam zielstrebigem Schritt hinauf unter das Dach des Polizeipräsidiums in das Laboratorium von Moers, wo eine große Ruhe herrscht. Die Ruhe der forensischen Exaktheit, wo die Winzigkeiten zum Sprechen gebracht werden. In einer der großen Selbstbeschreibungen des detektivischen Genres
In John Dixon Carr's The Hollow Man wird die Logik des Kriminalromans statuiert, ironisch und doch sehr ernsthaft. Dr. Fell doziert: Wenn A ermordet wird und B und C unter starkem Verdacht stehen, dann ist es unwahrscheinlich, dass der unschuldig aussehende D schuldig sein sollte. Doch so ist es. Wenn G ein perfektes Alibi hat, das von allen anderen Buchstaben des Alphabets beschworen wird, dann ist es unwahrscheinlich, dass er das Verbrechen begangen haben kann. Doch das hat er. Wenn der Detektiv ein Partikel Kohlenstaub am Meeresstrand aufhebt, ist es unwahrscheinlich, dass ein derart unbedeutendes Ding von wichtig sein könnte. Doch so ist es. Vielleicht ist nichts an der Form des Kriminalromans, nicht einmal die Privilegierung der unwahrscheinlichsten Lösung, nicht einmal die in Verwandlungen immer noch fortexistierende Ritterlichkeit des Detektivs, so erzromantisch wie dieses Vertrauen in die Erkenntniskraft des Winzigen, in die Magie des Partikels Kohlenstaub. Der Detektiv in einem Roman von Ross Macdonald hat einen Fotografen gebeten, in alten Beständen etwas herauszusuchen. Ich schaute nach, wie er vorankam. Er hatte Staub an den Händen und Fingerabdrücke auf der Stirn, wie eine menschliche Spur. Ja, wir sind die Spur und wir sind der Staub. Der große Homer-Übersetzer Johann Heinrich Voss war bei den Lesern seiner Zeit fast noch berühmter als Verfasser eines ländlichen Gedichts in drei Idyllen mit dem schlichten Titel Luise. Der väterliche Pfarrershaushalt, wo Luises Geburtstag zu Beginn gefeiert wird, wird als ein Idealort geschildert, wo unprätentiöse und selbstverständliche Frömmigkeit zu einem wohlbestallten Hauswesen und zu einer gewissen genüsslich üppigen Genussfreude gehört. So sitzt man im Familienkreise bei einem sorgsam vorbereiteten Picknick im Freien. Dieses gesagt, entblößte der redliche Vater den Scheitel, glänzend kahl und umringt von schneeweiß prangendem Haare, senkt den Blick demütig und sprach mit gefalteten Händen: Lieber Gott, der du alles, was lebt, mit Freud und Erquickung sättigest, höre den Dank, den deine Kinder dir stammeln. Wir sind Staub. O beschirme, wenn's frommt in dem Leben der Prüfung, uns vor Trübsal und Gram. Der Satz »Wir sind Staub« hat in dieser ansonsten eher aus langen und komplexen syntaktischen Fügungen aufgebauten Verstektonik etwas Verblüffendes durch seine Knappheit. Sie verleiht ihm besonderes Gewicht. Er ist natürlich ein Bibelecho. Man könnte etwa auf Psalm 90 oder Psalm 146 verweisen. Und als Abraham versucht, im Dialog mit dem zürnenden Jehova die Auslöschung von Sodom und Gomorra zu verhindern, heißt es, übersetzt von Luther: Abraham antwortet und sprach: Ah, siehe, ich habe mich unterwunden, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Aschen bin. Die klassische englische Übersetzung, die King James Bible, hat hier Dust and Ashes. Überhaupt ist natürlich Erde oft ein Synonym für Staub. Wir sind Staub und wir kehren zur Erde zurück, wie es unserer Natur entspricht. Milton schreibt einmal: Bis wir enden im Staub der letzten Ruhestadt und Herkunft. Till we end in dust our final rest and native home. Der Staub ist unser Zuhause und unsere Ruhestätte. Wie manche Formulierungen der Dichtung verleiht auch diese Zeile unserem Ende im Staube eine seltsame Schönheit und Beruhigung. Dies ist unsere Ruhe, dies ist unser Heimatort. Das geschieht bemerkenswerterweise in einem Epos,
das sich der Theodizee verschrieben hat, Paradise Lost, wo sich der Dichter vorgenommen hat, to justify the ways of God to man, die Wege Gottes den Menschen zu rechtfertigen. Die Asche ist in der christlichen Symbolik das Symbol der Sterblichkeit. Am Aschermittwoch, dem Tag, der im Namen dieses Aschenhafte trägt, zeichnet im katholischen Ritus der Priester das Haupt des Gläubigen beim Abendmahl mit einem Aschenkreuz und spricht die Worte Memento homo quia pulvis es, gedenke Mensch, dass du Staub bist. Ein fernes Echo verbindet diesen Satz mit der Mahnung, die dem römischen Imperator bei seinem Triumphzug ein Sklave zuflüsterte, Memento mori, gedenke, dass du sterblich bist. Die christliche Mahnung ist bildkräftiger und stellt im Übrigen die Identität von Asche und Staub bündig her. Katholische Kinder erzählten sich zumindest früher Geschichten über den vermuteten Ursprung dieser rituell eingesetzten Asche. War sie aus den im Ofen des Pfarrhauses verbrannten Beichtzetteln entstanden? Tatsächlich schreibt das Repertorium Rituum vor, dass für dieses Zeichen jene Asche verwendet werden soll, die aus den gesegneten und verbrannten Palmzweigen vom Palmsonntag des vorigen Jahres gewonnen worden ist. Mit dieser Erinnerung an Christi Einzug in Jerusalem wird die Asche symbolisch in den Zusammenhang des Kreuzestodes und der Auferstehung gestellt. Theologisch tiefer entspricht das Staubhafte des Menschen, an das hier erinnert wird, der unbegreiflichen Selbsterniedrigung des göttlichen Geistes, der Fleisch geworden ist. Das Staubhafte des Menschen wird oft als ein Negatives statuiert. Diese Gleichsetzung des Staubes mit dem Verachtungswürdigen widerspricht häufig die Dichtung. Chesterton kündigt ein Gedicht der frühen Sammlung The Wild Night 1905 als ein Rühmen des Staubes an. Es ist kein wirklich gelungenes Gedicht. Es enthält viel archaisierenden Ballast, doch die Denkbewegung hat es in sich und einzelne Details sind gut. Der Staub sieht mit einem faltigen Gesicht zu uns auf. The praise of dust, ich zitiere nur die erste Strophe auf Englisch, what of vile dust, the preacher said, methought the whole world awoke, the dead stone lived beneath my foot, and my whole body spoke. Was soll uns bloßer Staub, sprach der Prediger. Mir war, als erwache die ganze Welt, der tote Stein wurde unter meinem Fuß lebendig, mein ganzer Körper redete. Du spielst den Tyrannen des Staubes und stampfst auf seinem zerknitterten Antlitz daher, auf dem geduldigen Stern, der dich trotzdem nicht in den heimatlosen Weltraum hinausschleudert. Komm herab aus deinem staubigen Tempel und sieh den lebendigen Staub, die Blumen, die am Ende deiner Predigt schweigen und glühen stehen, üppiges Weiß und Blutrot der Blüten, Steine, Flechten wie inkrustiertes Feuer, ein Aufglänzen von Blau, ein grelles Gold, die Vision des Staubes. Geh an allem vorbei, bis du dorthin kommst, wo am Rand einer Stadt, unter einem Baum, ich kenne ihn wohl, unter dem Flechtwerk einer Laube, der Sonnenschein auf ein braunes Haupthaar fällt, da magst auch du, du Erdklumpenkalter, du Steinfresser, es am Ende hören, das Trompetengeschmetter jenes Tages, da Gott vor all seinen Paladinen bei seiner eigenen Glorie geschworen hat, ein Gesicht zu erschaffen, schöner als der Himmel aus Staub. Und sonst nichts. Der Staub ist hier die Materie schlechthin, die glorreiche Materie. Sie wird vor der Verachtung des Predigers in Schutz genommen. Hat doch Gott aus Staub
nicht nur die Blumen und die ungeheuerlich farbigen und funkelnden Steine geschaffen, sondern auch das Antlitz der Geliebten. Die wunderbar naiv-melodramatische Vorstellung, dass Gott vor seinen Engeln einen Schwur ablegt, die größte Schönheit aus nichts als Staub zu erschaffen, ist typisch für diesen Autor, bei dem das Spekulative immer der Bewegung eines Abenteuers folgen will. Dahinter aber steht die starke Empfindung des Metaphysikers, dass die Glorie der irdischen Schönheit aus von der Ignoranz des Predigers verachteter Materie geformt ist, ja identisch ist mit deren unscheinbarster, mit Füßen getretener Form. Die große Literatur changiert kunstvoll zwischen Abneigung und einer gewissen Zärtlichkeit für die trivialen Züge unseres Lebens. Der Staub ist so etwas wie das Symbol dieser Ambiguität. Man könnte allgemeiner sagen, der Staub ist die fortwährende Erinnerung an die Hinfälligkeit und Begrenztheit unserer Existenz. Ob uns dies als Drohung erscheint oder als Trost, das wird eine Frage des Augenblicks und seiner Stimmung sein. Das Sterben hat nicht nur eine reiche didaktische Literatur hervorgebracht, die mittelalterliche Ars Moriendi, die Anleitung zu einem guten Ton, zu einem guten Tod. Es hat auch eine seltsame eigene ästhetische Kleinform erzeugt, die manchmal weitläufig mit der Aphoristik verwandt scheint, aber durch ein hohes Maß von Zufälligkeit, Pathos und Idiosynkrasie charakterisiert ist die letzten Worte. Diese Sonderform des alten Genres der Apophthegmata, der denkwürdigen Aussprüche, gewinnt einen großen Teil ihres Treffenden durch den eigenartigen Moment der Artikulation. An sich nicht weiter denkwürdige Worte wie mehr Licht oder auch du, Brutus, gewinnen durch ihre Existenz auf der Trennlinie von Leben und Tod Autorität. In ihren besten Exemplaren sind die überlieferten letzten Worte so etwas wie kleine Romane, in denen der Sterbende von sich erzählt, indem er souverän eine Haltung einnimmt. Diese Haltung kann überlegene Ironie ausdrücken, wenn der merowingische König Dagobert I. zu seinen Hunden sagt, auch von der besten Gesellschaft muss man sich einmal verabschieden. Oder ein grandios vulgäres Aufbäumen des letzten Lebenswillens, wenn Ethan Allen, ein General des amerikanischen Revolutionskrieges, den Pfarrer anherrscht, der zu ihm gesagt hatte, General Allen, the angels are waiting for you. Waiting, are they? Waiting, are they? Well, God damn them, let them wait. Liest man ein Sammelwerk über die letzten Worte eine gewisse Anzahl von Seiten lang, hat man den paradoxen Eindruck, hier ist erzählerisch die ganze Fülle des Lebens versammelt. Darf man in einem solchen Zusammenhang von Lieblingsstellen sprechen? Man kann es vielleicht, weil diese Formulierung, wenn auch etwas beiläufig, die Hochachtung für jene Haltung ausdrückt, die jemand bewiesen hat. Also zwei Beispiele. Der berühmte französische Rechtsgelehrte Malherbe, der sich lange nach seinem Ausscheiden aus den Diensten Ludwigs des 16. in einem Brief an den revolutionären Konvent, nach dessen Anklageerhebung gegen den König erböte gemacht hatte, die Verteidigung des Monarchen zu übernehmen, geriet selbst in den Strudel der Schreckensherrschaft und wurde mit seiner Familie zum Schafott geführt. Da stolperte er. Die Worte, die er daraufhin sprach, sind in leicht verschiedener Diktion überliefert, doch kann man insgesamt übersetzen, oh, ein böses Vorzeichen. Ein alter Römer wäre wieder nach Hause gegangen. Das ist großartig und das ist auch ein kleiner Roman.
Beschwörung der Antike mit ihrem Stoizismus, konzentrierte Hingabe an den Augenblick, an der letzten, gelassener Sarkasmus. Vielleicht auch der Wunsch, die Verwandten, drei seiner Kinder darunter, durch Unerschütterlichkeit zu stärken. Und das andere Exempel? Der sterbende Gellert fragt den Arzt, wie lange er noch zu leben habe. Zögernd sagt der Mediziner, vielleicht noch eine Stunde. Der Dichter sagt, Gott sei gelobt, noch eine Stunde mehr. Die religiös-orthodoxe Form dieses Dankesrufes verhüllt ein wenig die ungeheure Einsicht des Sterbenden, was eine Stunde Lebenszeit ist. Auf solche Weise erzählt in diesen Mikrogrammen das Leben sich im Tode selbst. Der Titel, unter den ich diese kleinen Reflexionen heute gestellt habe, ist ein Zitat des großen Dichters Georg Heym. Es entstammt seinem Gedicht Umbra Vitae, wo die Zeilen stehen: Selbst Mörder gehen nachts in großen Horden, die suchen vor sich ihr verlorenes Wesen, gebückt in Süd und West und Ost und Norden, den Staub zerfegend mit den armen Besen. Sie sind wie Staub, der hält noch eine Weile. Die Haare fallen schon auf ihren Wegen. Dieses, der hält noch eine Weile, knüpft seltsam an die Worte des sterbenden Gellert an, noch eine Stunde mehr. Wie so oft enthält große Dichtung eine paradoxe Aufhebung der scheinbaren Bedeutung in einem Gegensinn. Der gläubige Mensch und der, sagen wir, skeptische Mensch mögen sich in diesem Erstaunen, der hält noch eine Weile, über eine uns gegebene kleine Zeit begegnen. Ich schließe mit einem Zitat. Sie werden bemerkt haben, dass meine hauptsächliche Produktionsweise das Zitieren ist von Nikolaus Lehner aus dem Gedicht An einem Grabe. Eine Frau ist gestorben, der Pfarrer predigt. Die Tote hört der Rede laut, so wenig als wie der Regen taut, so wenig als das Rauschen des Winds, als das Klagen ihres verwaisten Kinds. Der Priester am Grabe doch meint es gut, er predigt dem Volk mit Kraft und mit Glut. Verwehender Staub dem Staube, dass er ans Verwehen nicht glaube. Das ist zutiefst religionsskeptisch. Aber wie es bei der Dichtung schon gelegentlich geschieht, ist auch hier ein eigenartiger Gegensinn enthalten und man könnte einen Moment lang meinen, dass das Konstatieren, dass wir verwehender Staub sind, der aber ans Verwehen nicht glaubt, so etwas wie das Religiöse schlechthin sein möchte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.